Könnt ihr einen eher kürzeren statt zu lang zu eher kürzeren statt langen Part machen? Ja, das können wir mal versuchen. Mal gucken, ob das klappt. Moin moin, liebe Seniors, liebe Seniorinas, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Wir wollen Alien-Organismen, glaube ich, untersuchen. Nein, nee. ganz knapp daneben. Powerschlacks. Ein Powerschlack packe ich da rein, oder wie mache ich das? Dann klicke ich das an und dann Start Research. Ja. Research. 3 Sekunden später haben wir es erforscht. Aber nein, was wir gerade eigentlich erforschen wollen, ist bei Sulfur das ganz links, den Nobelisk Explosive. Wo ist denn da Sulfur? Den ganz links, Nobelisk Explosive. Ah, okay. Ja, und dafür brauchen wir halt noch 100 Steel. Und 100 von diesen Dingern, da habe ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist Schwarzpulver, das habe ich schon. Wo hast du denn Schwarzpulver her? Dem ich Schwefel und Kohle zusammenmixe. Per Hand. Ja, ich habe das einfach jetzt per Hand gemacht. Ja, so automatisieren ist nicht so deins, ne? Gleich an die Zukunft denken? Hä, hey, wieso? Das kann man doch auch automatisieren, aber ich will halt jetzt für die. Ich will diesen scheiß Felsen da hinten weghaben. Ja, was du alles so möchtest. Diese Spike-Gräber, sind das die Schüsse für die Nagelpistole? Oh ja, ich muss mir auch neue machen. Ja. Gut, dass du mich dran erinnert hast. Gerne, gerne. Unbeabsichtigt. Dann laufen wir gleich nochmal zurück, machen nochmal da, wo wir jetzt die Rahmen herstellen. Also diese Weltraumrahmen, würde ich sagen. Machen das nochmal kurz zusammen fertig. Dass wir das schön haben. Mhm. Und dann eingebe ich dir. Wo bist du? Was? Ein Schuss. Bitte. Weil die stacken halt nur bis zu 50. Da liegt nichts. Da liegt was. Hier. Achso. Danke. Jetzt. Okay. Ich dachte, Oder soll ich hier ein paar mehr machen? Nee, ich habe mir selbst welche gemacht. Ah, okay. Aber ich dachte, das ist jetzt so nach dem Motto: guck mal, ich gebe dir einen Schuss. Nein. ging mir nur darum, dass dann ein weniger Inventarplatz von mir zugespammt ist. Wo packen wir die Pilze und sowas hin? Hier in unsere Kiste hier drin? Ja, jetzt vorerst mal. Ich würde sagen, da können wir auch irgendwann mal schauen, ob wir ein kleines Minilager oder so machen wollen. Ja, finde ich eigentlich ganz gut, wo wir alle so... Guck mal, ich habe auch noch die Harddrive. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Ach so, ich erforsche die mal. Hast du mir die jetzt aus der Kiste... Ja, hast du mir die aus der Kiste gekriegt? Ich erforsche die mal, ja, mache ich. Juhu. Kleiner Flummi, du. Willst du sie erforschen? Ja, würde ich gerne mal machen. Ich habe noch gar keine erforscht. Die haben mich auch nur so eine. Das klang so, als hätte ich schon 30 gemacht. Wo mache ich denn das? Hard Drive. Scan Hard Drive. 10 Minuten dauert. 10 Minuten dauert das und dann erfahre ich erst, was da drin ist. Ja. Wow. Okay, dann lass uns los. Ich bin kein Flummi, du bist einfach nur langsam. Ja, das lasse ich stehen. So, jui. Das ist ein bisschen wie der Thief Sprungback aus dem ersten Teil. Je kürzer man auf dem Boden ist, desto schneller werden würde, wäre das so übel geil. Ich habe das Gefühl, man wird schneller. Je weniger du auf dem Boden bist, desto schneller, desto mehr Momentum hast du. Guck mal, ich ziehe jetzt an dir vorbei, weil ich das nur ganz kurz mache. Mal. Ja, okay, bergauf ist nicht so leicht. Ich habe gerade aufgehört, das zu machen, um mir Bären aus meinem Inventar zu holen, um sie zu essen. Bären, sie holt Bären, die Bären werden von der Menstruation angezogen. Ist wirklich so. Was? Menstruationsblut lockt Bären an. Weißt du aus Erfahrung? Aus einem Film. Okay, der Film war eine Komödie, aber die werden ja wohl trotzdem die Wahrheit sagen. Stimmt. So, guck mal. Gott, ist unsere Produktion hier schlecht. Was? Wieso? Ja, wir brauchen... Hast du noch so eine Batterie, so eine Übertaktungsbatterie? Die war in der Kiste, an der du zuletzt dran standest. Ja, hättest du mal mitgenommen. Guck mal hier nämlich. Also, schau mal hier. Das ist das Ding, mit dem alles steht und fällt. Das Bottleneck nennt man das. Ja, das Flaschenhals, unsere Produktion hier. Das Ding haut so viele Iron Rods raus, wie es kann und arbeitet mit 100%, aber das ist halt nur eine Fabrik. Ja, da können wir ja die Schnecken reinklatschen. Genau, das ist die Idee. Da machen wir 1, 2, 3 Schnecken rein, dann haut das Ding mehr Rohre raus. Und dann entstehen hier drüben auch die Rahmen schneller. Willst du das Ding nochmal kurz holen, die Schneckenbatterie? Oder willst du dich um die Kabel kümmern und ich hole das Ding? Welche Kabel? Ja, hier die Kabel sind... Also ich habe hier die Verkabelung. Guck mal hier, dieser Strom ist zum Beispiel ist mitten im Förderband.
So, weil ich hier das Ende nur so hingerotzt habe. Die Förderbänder hier sind auch nicht schön. Also wie gesagt, diese letzte Maschine hier, die hier ist nicht schön gemacht. Wenn du die Förderbänder siehst. Man kann das von mir auch so stehen lassen, aber du kannst das auch nochmal schöner machen. Ich mach's schöner, wenn ich Kopf dafür, wenn ich... Ja, ja, aus dem Keller. Dann lassen wir das erstmal so stehen. Aber guck mal, 72 Rahmen haben wir auch schon. Diese Rahmen müssen natürlich noch irgendwie... Hey! Hallo! Was denn? Ich dachte, ich soll so eine Schnecke holen! Ja, du hast nie Ja gesagt. Und guck mal, wir müssen ja noch hier diese Rahmen jetzt zu unserem Weltraumfahrstuhl bringen. Gut getroffen. Gut gezogen. Also hier. Da. Nimm mit. Oder willst du einen LKW einstellen, der das darüber fährt? Nein, ist okay. Sicher? Ja. LKWs sind cool. Aber dann haben wir hier tatsächlich auch eine Rampe, wo wir hochlaufen können. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Gucke ich dir mal kurz zu, weil ich wüsste jetzt auch nicht genau. Achso, ich gehe nochmal in die Basis und stell da ein, dass... die Smart Plating oder wie die Dinger heißen, in den Aufzug gelandet werden. Und dann gucke ich gleich mal, was die letzte... Das letzte Item ist, was da rein muss, ja? Hi. Dieses... Ich finde, es sieht aus wie ein Batterieblock, aber ich glaube, es ist ein Rotor oder ein... Ich glaube, es ist ein Motor. Ich glaube auch, es ist ein Motor. So, und wie führe ich jetzt dieses Fließband? Also ich will es ja nicht einmal quer durch unsere Fabrik laufen lassen. Ja, irgendwie wirst du es schon lang finden. Lass es einfach zur Not baust mit einem. Lass es über der Basis langlaufen. Also höher als die Gebäude ein bisschen, weiß ich nicht. Oder außenrum. Ist mir relativ latte. Solange du das möglich machst. So, dann können wir den nämlich mal wieder anmachen. Der hat nämlich jetzt ganz lange nicht gearbeitet. Dann kommen die Dinger hier rein und dann gucke ich mal eben, was wir für die Motoren brauchen. Und es kotzt mich jetzt schon an, weil ich bin mir ziemlich sicher, was wir für Rotoren brauchen. Und Rotoren sind halt beschissen zu produzieren. Das wird ja nicht mehr besser in dem Spiel. Wir können die noch gar nicht bauen oder ich übersehe die. Ich glaube, wir müssen die noch erforschen. Ja. Oder läuft das hier irgendwie unter Buildings oder sonst was? Vehicles? Nee. Wir können doch gar keine Motoren bauen. So, schauen wir mal. Ich gehe nochmal an die Forschungsstation. So, warum können wir keine Motoren bauen? Logistik 3. Nein, Hypertubes. Hypertubes würden vielleicht auch Sinn machen. Ich glaube, dann können wir uns so in so eine Art Flaschenpost verwandeln. Aber dazu brauchen wir viele Dinge, die wir noch nicht haben. Ein Xenobasher. Hört sich auch gut an. Ich überfordere das Fließband. Ich hole uns noch mehr Inventarplätze. Finden Sie das gut? Sie finden es gut. Habe ich beschlossen. Ja. Gut, mein Einwand gerade einfach ignoriert. Ja, ich finde, da musst du dich jetzt einfach mal durchbeißen. Was ist die Alternative, dass ich das mache? Ja. Ich finde, das ist keine sehr gute Alternative. Nein, kann ich aber auch machen, wenn du willst. Nein, es sieht aus wie Kacke und es ist wahrscheinlich auch so, aber ich mach das jetzt. Bitte, du hast jetzt eine vierte Hand. Danke, das hilft. Und noch ein bisschen mehr Zeug. Wenn du weißt, was ich meine. Inventarplätze. Kurz weggenickt. Ja, geh doch ins Bett. Wie heißt du nochmal? Genevieve. Gehen Sie doch ins Mädchen. Sie müssen sich doch hier nicht quälen. So, das müsste, glaube ich, reichen. Nein, ich muss noch was erledigen. Ach so, ja, okay. Dann musst du das wohl tun. Musst du das wohl tun? Bleibst du immer so lange wach, oder wie? Das ist auch nicht gesund auf Dauer.
Nee, das ist nichts, was... Also... Nee, wir sprechen aus Erfahrung. Mach das nicht. Wenn nein, das meine ich nicht. Du bist der letzte Mensch, der einem Vorwürfe machen kann, wenn man zu lang wach ist. Du hältst mich jeden Abend immer wieder wach. Stimmt doch gar nicht. Stimmt nicht? Nein, stimmt nicht. Komm mal her. Ich hab was für dich. Hier. Oh. Nein, ey. Ihr muss schon treffen. Ja, so wird das nichts. Bäm. Bäm. So, Schluss. 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 Ha. 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 Wo ist sie? Okay. Ich hab sie verloren. Hör auf, ich hab was für dich. Hier. Ich hab Angst, wenn ich stehen bleib, dass du mich abschießt. Nimm die Waffe aus der Hand. Nimm die Waffe aus. Okay. Hier. Ich habe nur gewartet, ob du nicht doch die Waffe in die Hand nimmst. Da, bitte. Danke. Das ist was ganz Cooles Neues. Der neueste Shit auf dem Markt. Ein Xenobasher. Ein Xenobasher. Wichtiger Unterschied. Ein Xenobasher. Oh, okay. Ich sehe es kommen. Da musst du neue in Later bauen. Also dafür kannst du deinen Xeno-Sepper auch wegpacken. Der ersetzt den quasi der Level 2. Cool. Ja, finde ich, habe ich ganz gut gemacht. Fein gemacht. Dafür gibt es eine Liebe. Ein Liebeshieb. Bam. Ja. Au. Ja. Auf den Hintern. Damit der Herzschrittmacher nicht stillsteht. Genau. Ich will dir nur helfen. Meine eine so, Seite sagt, ich muss durchziehen, die andere schläft. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Was wollte ich jetzt gerade machen, bevor du mich davon abgehalten hast? Das Förderband zum Fahrstuhl bringen. Das ist schon erledigt. Echt? Ja. Cool. Es ist das... Ich glaube, es ist somit das mieseste... Das Förderband, das wir in der Base haben? Ja. Aber hey, scheiß drauf. Machen wir nachher alles hübsch. Ist alles nur... Das musst du dir auch angewöhnen. Wenn jemand fragt, es sind immer nur... Ah, das ist gar kein Motor. Okay, das ist cool. Übergangslösungen sind es. Ja, das, nee, du hast es gebaut. Das ist Automated Wiring, heißt das Ding. Du hast es gebaut, das ist dein Mist. Ah, fick dich doch. Also nicht du dich. Es gibt auch noch heavy modulare Frames. Also wir müssen jetzt das hier erforschen, wenn du mir helfen magst. Nee, ja, ich wollte doch gerade was komplett anderes machen. Aber du weißt ja gar nicht mehr, was du machen wolltest. Doch, Steel Pipes. Ja, davon brauche ich bitte 200. Ja, dann... Für die nächste Forschung. Ja, aber ich kann doch jetzt nicht einfach von deinen komplizierten Rechnungen irgendwo mir Steel Beams abzwacken und dann geht deine ganze Rechnung nicht mehr auf. Das ist korrekt, da würde ich dich bitten, das zu unterlassen. Ja, dann musst du mir helfen, weil dann kann ich... Also ich weiß ja nicht, wo ich die jetzt hier wegnehmen kann. Wo hast du denn Zement? Ja, ich hab Zement. Wo bist du denn? In unserer Basis oder bei unserem Stahl? Bei unserem Stahl. Ja, okay, dann hol ich mir kurz Zement, tu das kurz in die Forschung und dann komm ich. Ja. Wie viel Stahl stellen wir denn her? Ich glaube, du kannst eine Stahl... Maschine einfach umstellen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich guck gleich. Bin auf dem Rückweg jetzt. Hast du denn die Batterie in den Iron Rod Ding reingedüdelt? Batterie, da war was. Vielleicht war das, was du tun wolltest. Nein. Nein. Wie kämen wir denn auf sowas? So, das kann da rein und das kann da rein. Dann fehlen jetzt nur Steel Pipes 200. Ja, dann holen wir uns die mal hin. Ja, du musst mir sagen, ob ich das jetzt einfach umstellen darf oder nicht. Das gucke ich mir an. Ich glaube nämlich, ja, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Und ich bin dafür, dass wir echt diese Flaschenpost erforschen bald. Das ist cool. Mit der nächsten Forschung können wir dann alles dafür bauen, was wir brauchen, also herstellen. Wie gesagt, ich will auch diesen Baum von dem anderen Erz jetzt endlich mal machen. Und dafür brauche ich den Sprengstoff. Und deshalb will ich jetzt den Sprengstoff. Außerdem will ich Sprengstoff, weil es Sprengstoff ist. Ja, es macht Bumm, ne? Ja, und dann können wir auch noch unsere Cola-Kraftwerk. Da können wir unsere letzte Kohlekraftwerk! Jetzt will ich ein Cola-Kraftwerk. läuft nicht mit Mezzomix. So, ja, guck mal. Hier kommt das raus und da kommt das raus. Das ist doch schon mal gut.
Jetzt ist natürlich die Frage, staut sich das hier oder nicht? 251 und 247. Geht das hoch oder runter? 248. Ja, einen können wir komplett umstellen. Such dir einen aus oder nimm mal den. Den? Den hier. Gut. Den, wo ich davor stehe, dann stelle ich den jetzt um. Dann stell den jetzt um. Er ist umgestellt. Geil. Mache ich einmal so und einmal. So und so. Wir lagern die erstmal nur ein, ne? Für den Moment. Hast die Steel Pipes? Ja. Also ja, das ist okay. Wir nehmen die, also wir verarbeiten die weiter. So. Wir nehmen die in die Hand. Und wir stellen damit jetzt nichts automatisch her im Moment. Ja, das ist gut. Ja, die landen jetzt erstmal nur hier in dem Container. Das ist das, was ich brauche halt 50, 100. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel ich brauche, um den Sprengstoff zu erforschen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, 50 waren das. Ich brauche 200. Aber nimm den gleich einfach raus. Die kommen ja auch relativ zügig hier raus. Hast du das Ding in den Zero-Rock-Dings jetzt eingetan? Ich hab's nicht dabei! Oh, warum hast du das denn nicht gesagt, als ich mich auf dem Weg hierhin gemacht habe? Das hab ist doch jetzt doch. Nicht deine. Nein, du hast nur gesagt, dass du es da nicht reingelegt hast. Du hast aber nicht gesagt, nein, dass du es nicht rausgenommen hast. Ob ich die Schnecke mitgenommen habe und dann meinte ich, ach shit, da war ja was. Nein, ich habe gefragt, ob du die Schnecke reingetan hast. Nein. Doch. Ich hol ja schon. Ja, lauf, los. Nein, ich rutsche. Kannst dich ja auch mal nützlich machen. Ja, ausnahmsweise mal, ne? Guck mal lieber da, wie unser Weltraum-Elevator nach vorne juckelt, ey. Ist das nicht geil? 27 und 76. 76 von den Dingern hat er schon. Mhm. Und warum produzieren? Warum wird hier nichts gemacht? Guck mal hier. Unsere Tickets und so. Wir haben 14 Tickets. Ja, sollten wir eh mal machen, weil ich glaube, unsere Stahlplatten und die Kabel und alles produziert gerade alles nicht, weil die Container voll sind. So, was machen wir damit? Muss ich die Tickets irgendwie nehmen? Ja, du musst sie dir ausdrucken. Ja, das habe ich gemacht. Und dann habe ich die jetzt im Inventar. Nee, ne? Die sind jetzt einfach unlocked quasi. Ja, zieh sie in dein Inventar. Ja, sind die jetzt im Inventar oder nicht? Ja, jetzt sind sie im Inventar. Warum sehe ich die nicht? Ja, jetzt sind sie nicht im... Was hast du gemacht? Ich habe hier auf Drucken gedrückt. Und dann war hier ein Ding. Und da habe ich aufgeklickt. Aber wo ist das? Hä? Toll, du hast unsere Coupons verloren. Ach, die liegen ja auf dem Boden. Guck mal. So. Ist was... Ich stelle einfach unsere Coupons auf den Boden. Ich mal was glaub drauf. Nicht. Attachments. Das heißt hier, du darfst mal was kaufen. Ich durfte bis jetzt noch gar keine Coupons ausgeben. Das ist alles Frauenarbeit gewesen bisher. Wie viele Coupons habe ich denn bis jetzt ausgegeben? Hunderte wahrscheinlich? Zwei für die Schilder. Na, siehst du? Dann gebe ich auch zwei aus. Da guck, zwei. Die Neon-Signs habe ich erforscht. Sonst nicht. Kaffeetasse. Parachute, aber Parachute haben wir doch schon. Ach so, die kriegen wir dann geschenkt quasi. Ach, hier kann man sich dann Sachen für die Coupons kaufen. Quasi so umwechseln. Du kannst dir hier Schwarzpulver. Wir können uns Stahlpipes holen. Ich kaufe mir 200 Stahlpipes. Komm her, dann kaufen wir die. So, ich habe meine 50 jetzt gleich. Okay. Und ich will meine Coupons sparen. Ich habe was. Das, was ich haben will, kostet 100 Coupons. Ja. So, das will ich haben. Und dann will ich. Ich dachte, du willst nur zwei Coupons ausgeben. Vielleicht will ich auch noch einen dritten ausgeben. Das ist aber was für uns. Das ist was für uns beide. Und warum machst du. Oh! Also, du musst ja mal so überlegen. Du hast die ersten zwei ausgegeben und ich bin jetzt gleich gezogen. Jetzt gebe ich die nächsten zwei aus und dann darfst du wieder gleich ziehen. Das ist doch... Ja. Oder warum bist du der Meinung, solltest du das Recht haben, immer die nächsten erstmal auszugeben und dann muss ich immer nachziehen? Würde dir besser gefallen, ne? Es sei dir gegönnt. So, ich habe ja hier was für dich. Uns. Gleich habe ich hier was für uns. Whee! Whee!
Ui. Ja, und stimmt schon. Wir haben hier halt alles voll, ne? Also die Container und so sind hier schon... Ah, du musst was beim Hard Drive auswählen, was du gerne hättest. Nice. Ich komm. Tschuuu! Gehen wir hier rüber. Der Fabrikwagen ist gut im Shop, okay. So, wo ist sie denn? Da ist sie. Guck mal, was ich hier erstmal gebaut habe. Hast du es gesehen im Stream? Nee. Guck mal, ich habe jetzt hier eine Kiste für uns, da können wir unser so Heilzeug. Oh. Okay. So, und hier wählen wir aus alternative Blaupause Stahlscrews. Oh, Steelscrews haben wir noch gar nicht, oder? Warte mal, sind diese Screws, die wir bis jetzt machen, sind das Steelscrews? Nee, das sind normale Screws. Nee. Also wir können die direkt aus Trägern herstellen. Oder, oh mein Gott! Ja, ich bin für das in der Mitte. Ja, ich auch. Dass wir die verbesserten Platten bauen können, ne? Ja. Ja, da bin ich auch für. Okay. Das war nicht mal close. Das war ziemlich easy. So, und dann packe ich jetzt hier in unseren Aufrüstungsdings die restlichen Aufrüstungsdinger rein. Ja, mach das. Und ich habe mich ich brauche 100 Pipes, ich muss gleich wieder. Logistics can be improved with a larger storage container. Enhanced conveyor. Nee, ich weiß nicht, ob du das Spoiler siehst oder nicht, aber ich habe gelesen, dass es nicht funktioniert. An additional project part can now be constructed. Further progress to the next stage is now possible. Da ich was für 100 Punkte haben will, bin ich für den Tipp dankbar. Naja, ist okay. So, wir können jetzt auf jeden Fall gucken. In 10 Minuten kommt das Ding wieder. Jetzt kann ich aber auch schon mal gucken, was wir hier brauchen für diese komischen Wiring-Dinger. Ah, ein ja, Starter. Ich nochmal zurück. Obwohl. Mach das. So, und ein Starter braucht. Ja, okay, wir brauchen viele Pipes jetzt. Tschüss, Jennychen. Ich glaube, ich gehe schlafen, muss morgen um 8 Uhr arbeiten. Es ist Samstag und der Laden wird voll sein. Ja, da kannst du recht haben. Ja, ich leide morgen mit dir. Ich fange um 9 an. So, Steel Pipes und Wires. Steel Pipes sind da hinten, haben wir aber keine Wires. Das ist kacke. Gut, ich werde mal scannen, ob wir noch irgendwo geiles Kupfer haben. In der Nähe, da hinten irgendwo. Das sind die beiden Felder, die helfen mir nicht. Unser Traktor blinkt, ich glaube unser Traktor hat keinen Sprit mehr. Sein. Ich gehe mal kurz zum Traktor. Ja, bei uns ist meistens der ganze Samstag schlimm, vor allem da morgen wieder der Promo-Mensch da sein wird, ab 8. Ja, der nicht bei Prodomo arbeitet, deshalb ist er, glaube ich, ein sehr trauriger Mensch. Ach, der war ein sehr trauriger Mensch, weil er meinte, im Normalfall macht er an einem Tag, also wenn es gut läuft, so ungefähr den 10-fachen Umsatz von dem, was er heute gemacht hat. Er meinte, ich soll ihm bitte morgen einen Revolver mitbringen. Ja. So schlecht läuft. Ganz ehrlich, es hat sich noch nicht mal gelohnt dafür, dass ich einen. Also, es hat einen. Dumm. Was wollte ich noch sagen? Es sieht halt auch nicht aus wie. Also, ich kenne mich jetzt ja nicht so gut bei dir in der Stadt aus, aber. Die Location des Ladens sieht halt nicht so aus wie etwas, wo man spontan nochmal irgendwie sich von einem Vertreter belabern lässt, weißt du? Mm. Ist irgendwie sehr unzentral, habe ich das Gefühl. Oh ja, I feel you. Wir haben 6-stellige PLOs von den Brötchen. Also wir haben 6-stellige Nummern für alle Backwaren und haben ungefähr 30 verschiedene Brote und ungefähr genauso viele Brötchen und dann noch Snacks, süß und deftig. Ja, 6-stellige Nummern. Ich kenne 2 auswendig. Ich oute mich jetzt mal. Was ist eine. Also, wofür steht die Abkürzung? Ich weiß, was eine PLU ist, aber weiß einer, wofür das steht? Product. Wofür es steht, weiß ich auch. Logistik Unit oder sowas? Wofür es steht, kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen. Sind die in jedem Laden gleich? Nee. Also wenn du jetzt in einem Marktkauf bist und dann gehst du in den nächsten, dann haben die dieselben PLUs? Ah doch, Marktkauf intern vielleicht schon, also zumindest innerhalb von Freiburg. Ob es jetzt die gleiche ist, wenn ich bei dir in den Marktkauf gehe, das weiß ich nicht. Das
ist tief. Ja, verstehe. Okay, hier wäre Kupfer. Ah, das ist ja gar nicht weit weg, wenn wir hier drüben unsere... Ja, die Weizenbrötchen sind auch die, die ich kenne. Das sind wahrscheinlich auch die, die am meisten verkauft werden. Sind das diese, die Billo-Standardbrötchen? Ja. Ah, und die Quarktaschen weiß ich noch, weil das ist eine 1 und dann 5-mal die gleiche Nummer. Die kann ich mir auch noch merken, aber... Jetzt wollen wir auch wissen, welche Ziffer. 1 und dann 5-mal die 7. Damit kann ich bestimmt voll viel Schindluder bei euch treiben. Weizenbrötchen sind bei uns 177501. Damit ist der Kopf dann auch voll. Reicht. Ja, ich muss halt schon die ganzen, also ich meine, Obst und Gemüse haben ja auch nochmal alles. Ja. Die muss ich ja auch alle wissen und das, ja. Nervt. Oh, ich brauche Kohle. Ich muss eben zu unserem Kohle-Ding laufen. Ja, bei Obst und Gemüse weiß ich eigentlich alles Gängige. Wenn jetzt sowas ganz, Ungängiges wie eine Papaya oder so kommt, dann weiß ich das auch nicht, aber alles, was man so standardmäßig hat. Wir haben jetzt den Miner Level 2. Oh. Und der haut immer mehr Rohstoffe raus. Also ich glaube, der hat halt doppelten Output, wenn ich das richtig verstehe, hat er doppelten Output. Das heißt, die jetzt 30 bringen, bringen dann 60. Die jetzt 60 bringen, bringen dann 120. Heißt das aber ja. Eigentlich im Klartext, dass wir alles nochmal umbauen müssen, oder? Jein. Das heißt nicht unbedingt, dass wir umbauen müssen, aber dass alles, was wir ab jetzt bauen, halt doppelt so effektiv sein kann. Aber es würde sich teilweise lohnen, umzubauen, ja. Aber ich hätte da jetzt auf jeden Fall heute Abend keinen Bock mehr zu. Nee, heute Abend definitiv nicht mehr, aber dann hätten wir halt auch das Problem oben zum Beispiel gelöst. Aber wir haben auch nicht alle Rohstoffe dafür, davon mal abgesehen. Also, ja, aber, also ich meine, sobald wir den dann bauen können, hätten wir das Problem oben gelöst. Ja. Stahl und Zement für bessere Zement-Stahl-Beams. Ja, dann mache ich das jetzt tatsächlich einmal. Ich hau mir mal das Inventar so rein, dass ich ein paar verbesserte Miner bauen kann. Man muss sie ja nicht überall jetzt aufrüsten, aber... Dass die Möglichkeit besteht, ist ja ganz nice, tatsächlich. Oh nein! Was? Hat mal wer keine Batterie mitgenommen hat. Das schaffen wir nicht mehr, ich dachte das. Das wird unser Untergang. Ah, unser Untergang. Ja, aber die brauchen wir doch dann jetzt gar nicht mehr. Doch. Ja, kurzzeitig, aber halt nicht langfristig. Ich will das da oben nicht nochmal umbauen, eigentlich. Also, ja, ist mir egal. Mach. Ja, nee, wenn du das ändern willst, mach du das doch. Nö. So, siehst du? Es kommt irgendwann Miner 3, dann müssen wir das auch nochmal umbauen. Ist mir nicht sicher. Ja, aber ich habe gehört, das ist der Witz von Sexist Factory. Aha. Aha, du hast dich gerade geoutet. Ich weiß nicht genau wie, aber. Irgendwas ist da gerade passiert. Nee, aber nee. Ich weiß es doch nicht. Meinst du echt? Wir müssen da, wir wollen da. Dann baue ich das aber nicht alleine um. Dann stellst du dich daneben und hilfst. Ja, ja. Oh, ich habe gerade einen Denk. Ich kann mir ja gar keine Kohle wegnehmen. Und das ist ja so aufgebaut, dass es. Du kannst vom Förderband wegnehmen. Die Kohle-Dinge angucken und F drücken, glaube ich. Oder F oder E oder so. Nee, ich meinte aber, also haben wir da nicht ein Problem, wie lange an der Belastungsgrenze sind wir denn gerade? Ja, okay, du willst ein ganzes Kohlefeld hier klauen? Nein, ich brauche 100 Kohle und muss mir die irgendwo rausnehmen, weil wir haben unsere Kohlekraftwerke doch so aufgebaut, dass da immer nur eins drin ist und das perfekt passt mit, wie es ankommt. Stimmt. Heißt, wenn ich mir da jetzt einfach welche wegsnack, dann geht der... mindestens ein Generator aus. Bist du da jetzt ganz hingelaufen? Ja. Also ich hätte auch 86 Kohle im Inventar. Das sagst du mir jetzt! Den frag doch! Hab ich doch! Nee, du hast gesagt, ich brauche Kohle. Ja, und dann... hast du Kohle. Das sind zwei, das eine ist eine Frage, ja, und das andere ist eine Aussage. Ich brauche Kohle und dann meinte ich, ja gut, dann gehe ich eben schnell welche holen. Und da hättest du doch einhaken können und sagen können, nee, Liz, du musst nicht den ganzen Weg laufen. Ich hab dir welche. Hätte ich machen können, ja.
Manchmal will ich dich ein bisschen erwürgen. Ja, aber nur so ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Gucken wir hier rein. Das geht da rein, das geht da rein. Von mir aus geht das da auch. Okay, dann laufe ich jetzt zu dir zurück, hab mir ein bisschen Kohle geholt und den Rest snacke ich mir von dir. Gleich, ich seh's schon kommen. Gehen die Lichter aus. Nein, ist in Ordnung. Ja, das machen wir so. Und ich baue jetzt das da. Klonk, klonk, klonk. Ein paar Stück davon. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel ich für einen einzelnen Dingens brauche. Price Lookup Codes. Danke dafür, Jenny. Wieder was gelernt. Du bringst mir heute noch etwas bei. Ja, N bedeutet weiß. Timmy, ich werde nicht reingucken. Also, Spaß hier. Ich werde nicht reingucken. Du wirst mir noch viel beibringen. Den kann ich nicht sehen. Ich weiß nicht, was du da versucht hast, aber das hat nicht funktioniert. Ja, ich weiß auch nicht, was das sollte. So, wir bauen noch mal ein paar. Also, wie gesagt, wir können halt alles noch mal aufrüsten, aber wir können uns halt auch neue Felder holen. Also, ja, das Stahlding hinten aufrüsten ist okay, wäre ich vielleicht auch dabei, aber hier den ganzen Rotz noch mal neu machen? Nee, müssen wir nicht. Also habe ich auf jeden Fall, wie gesagt, heute keinen. Vielleicht sehe ich das ja morgen anders. Oder übermorgen, wie gesagt, morgen glaube ich Stream. Selge hat uns eingeladen, ein Kollege von ihm hat Geburtstag und da sind Benny und ich, also mein Bruder und ich eingeladen. Ich weiß noch nicht, ob wir da hingehen, weil keine Ahnung, wie die Stimmung nach der Beerdigung ist, weißt du, also vielleicht wollen wir ein bisschen Ablenkung haben und unter Leuten sein, vielleicht wollen wir aber auch alles andere. Ich weiß es nicht genau. Ja. Rahmen finde ich da auch. Kann oben. Ja eine spontane Entscheidung sein. Ja, das heißt, morgen, Leute, streamen definitiv nicht vor 8. Vielleicht auch gar nicht. Morgen ist, steht das so ein bisschen in der Luft. Je nachdem. Ich habe auch mich hast da du die Kohle? Ja, ich habe Kohle. Zu Kohle! Ja, Kohle! Auf deinem Kopf. Danke. So, ich baue dann da hinten jetzt Level 2 Miner. Aber es ist cool, dass wir die Level 2 Miner jetzt haben. Das ist krass. Und interessant, dass sie dann halt einfach mehr fördern. Ja, übrigens, kümmere ich mich da nochmal um ein anderes Problem, das wir haben. Mache ich doch gerne. Fuel. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es auch mit Kohle fährt. Nee, aber wir haben hier oben doch. Biofuel, ja. Zeugsi. Da werde ich jetzt einfach ein Förderband legen. Ich glaube der. Ja, das war das Holzding, ne? Ja, egal, ist auch genug drin. Dann kann er wenigstens weiterfahren. Er kommt gerade, ich glaube die nächste Tour schafft er eh nicht. Aber vielleicht kann ich ihn, bevor er weg ist. Überfahr mich nicht. Überfährt mich. Er hat aber auch noch genug. Er hat mich überfahren. Aber, okay, er hat mich nur umgenockt. Er hat mich nur sanft einmal von den Füßen genockert. So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Sonst Ende der Arbeitstag morgen mit einer hohen Kassendifferenz, weil ich unkonzentriert bin. Das wollen wir nicht. Mach das. Jenny Pups. Zack. Machen wir so. Piu. Piu. Das mit dem Rutschen und Springen ist schon ganz nice. So. Nee, gebe ich dir auch recht, Timmy. Ist ist kein Spoiler, aber wie gesagt, ich rechne lieber selber im Kopf.
So, hier hoch. Ja, ich dödel die jetzt halt. Ich rüste jetzt, glaube ich, einfach auf. Meiner 2. Wobei das auch dumm ist, die aufzurüsten, weil da verbrauchen die einfach nur mehr Strom. Ohne dass die irgendwie mehr kriegen. Ja, dann mach's mal nicht, oder? Na, ich habe jetzt 2 aufgerüstet, die lasse ich stehen, aber. So, willst du mitkommen, wenn ich den Felsen sprenge? Ja. Willst, nee, du warte Kohle, mal. Willst du den Kohlefelsen sprengen oder was? Warte mal, ich habe was vergessen. Das TNT? Nee, ich brauche auch einen Detonation. Also ich habe jetzt nur den Sprengstoff, aber ja, genau. Okay. Oh, da hinten ist noch ein Slug. Habe ich Inventarplätze? Ja. Ah, da oben ist aber Giftgas. Giftgas ist immer nicht so geil. Voll ungesund, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Ich muss kurz warten mit dem Researchen, weil ich würde da tatsächlich gerne jetzt dann noch den Felsen wegsprengen und dann habe ich eigentlich meine To-Do-Liste, die ich heute noch machen wollte, abgehakt. Okay. Dann würde ich sagen, sprengen wir das Ding gleich. Dann gibt es noch ein paar Thief. Und dann gibt es Pizza. Müsste heute eigentlich noch, also, die Küche aufräumen, aber ich mag nicht. Okay, ich komme an die Schnecke nicht ran, nicht ohne Schutzausrüstung. So, dann komme ich zu dir erstmal, oder was? Es braucht jetzt noch 43 Sekunden, bis mehr Inventarplatz erforscht ist. Und dann braucht es nochmal 3 Minuten, bis ich den Zünder erforscht habe. Okay, also Minuten. Du hast noch dann 3 Minuten. Dann hole ich mir ein bisschen Kupfer hier. Dann hole ich mir ein bisschen Kupfer. Ich finde ja, nachdem wir jetzt ein bisschen länger auch Satisfactory gespielt haben, mache ich nochmal so einen halbgaren Factorio-Vergleich. Ich finde, Satisfactory könnte sehr davon profitieren, wenn sie ein paar Quality-of-Life-Sachen von Factorio übernehmen. Zum Beispiel ist es sehr nice, in Factorio hast du kontextabhängige Mauszeiger-Sachen, wenn du Q drückst. Wenn du die Q ist quasi die Pimpette, nennt sich das. Und die Funktion ändert sich je nachdem, was dein Mauszeiger gerade will. Oder ne? Wenn du zum Beispiel in Factorio mit dem Mauszeiger auf dem Erzfeld bist und Q drückst, nimmst du automatisch einen Erzförder in die Hand, weil das das einzige sinnvolle Gebäude ist, was du da platzieren kannst. Und jedes Mal, wenn ich hier vor einem Erzfeld stehe, wünschte ich mir, dass ich einfach Q drücken könnte, anstatt das Inventar zu öffnen, den richtigen Reiter zu öffnen und so weiter und so fort. Ich weiß, ich kann da unten auch mit dem Gürtel arbeiten, aber trotzdem, das Spiel weiß doch, dass ich auf einen Erzhaufen hier einen Erzförderer legen will. Also lass mich da doch bitte automatisch per ein Tastendruck mal ganz fix das auswählen. Wäre auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ja, wäre cool. Eine gute Mod-Community. Ja, das kann sein. Mods haben wir uns noch nicht angeguckt. Wir werden das auch erstmal einmal durchzocken. Oder durch, will ich gar nicht sagen, aber einmal halt, bis wir keinen Bock mehr haben oder bis wir sagen, okay, das ist jetzt so ein Kuddelmuddel. Also ich habe auf jeden Fall nicht vor, Mods zu installieren in absehbarer Zeit. So, hier käme. Ne? Dann. Wunderbares. Muss dich aber halt drauf einstellen, wenn wir gleich noch einen Thief-Part machen, ist der ohne Garrett. Warum? Der ist gerade immer noch am Stream. Aber er hat doch gesagt, er macht den Stream aus. Muss ich ihn nochmal fragen, ob er denn. Da nagel ich ihn jetzt drauf fest. Wenn er das nicht macht, dann machen wir Feierabend. Bin mir ein bisschen neuter und ich esse Pizza. Kann ich auch mitleben. Kann ich auch mitleben. Thief würde ich tatsächlich hauptsächlich für ihn anmachen. Für den alten Peschmerga. Soll ich ihn eben mal fragen gehen? Ja, frag ihn mal. So.
Nö, das werde ich nicht, Timmy, im Kopf rechnen, aber das ist mir halt auch einfach egal. Also das. Dann höre ich dich halt mal kurz nicht. Okay. Oder? Ja, alles klar. Wobei, warum gehst du jetzt zu ihm in Discord? Nein, in seinen Stream, aber ich muss ja seine Antwort hören. So. Ja, dann bin ich ruhig. Oder mutest du mich? Nee, alles gut. Also du kannst schon noch reden, ich höre dir noch nicht zu. Okay. Ja, das ist ja alles hier sonst auch. Und stimmt. Nichts hat sich verändert. Achso, da brauchen wir hier natürlich aber auch Level 2 Bells. Das macht natürlich sonst überhaupt keinen Sinn hier. Wenn der Miner schnell arbeitet, müssen die Förderbänder auch. Ich muss dich muten, sonst höre ich ihn nicht. Okay, ich halte die Klappe. Nein, mute mich. Mute mich, Oni-chan. 120 pro Minute, ja, das ist doch mal eine Ansage. 120 köstliches Kupfer. Haben wir dann auch Miner Level 2? Na, immer noch Smelter. Okay. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Brauchen ein paar Platten. Ja, im Grunde müssen wir das dann alles abreißen und nochmal bauen. Habe ich heute aber, wie gesagt, nicht die Energie für. Machen wir gleich eben. Wir machen ja eh gleich Feierabend. Müssen wir also auch nicht mehr heute machen, aber. Gerade alles aufgebaut, weißt du? Alles gerade schön aufgebaut und dann nochmal. Und dann ohne Blau, also wenn man wenigstens mit Blaupausen arbeiten kann. Das ist halt auch echt ein Versäumnis. Blaupausen sind ein absolutes Muss für so ein Spiel. Sonst geht das auf Dauer nicht, macht keinen Spaß. Also beim dritten oder vierten Mal neu aufbauen hätte ich dann auch keinen Bock mehr, bin ich ehrlich. Von daher hoffen wir mal, dass wir nicht mehr so oft umbauen müssen oder uns einfach halt neue Rohstofffelder suchen und dann gucken. So, ich brauche ein paar Platten. Das Geile ist, wir können natürlich auch neue Platten jetzt, Reinforced Plates quasi aus, was waren das? Kupferdrähten und Stahl- und Eisenplatten oder sowas produzieren. Das ist natürlich ganz geil. Lass mal ganz kurz gucken, war das hier? Hier Standard, Alternative ist aus Eisenplatte und Drähten. Das ist halt schon krass. Das ist halt schon richtig gut. Das ist ein schönes Rezept. Da kriegst du auch noch drei raus. Das ist echt krass. Okay, Garrett labert gerade. Er erklärt irgendjemand Thief. Okay. Aber er meinte generell, wäre gleich da, aber er beantwortet mir gerade nicht die Frage, was gleich ist. Ja, dann. Lass uns den Felsen. Nein, ist die nämlich alle mit. Dann lass uns doch den Felsen sprengen gleich. Hast du da jetzt alles für, was du brauchst? Ja, müsste. Na, warte, ich muss mir das noch herstellen. Ich habe diese verfickte Batterie da immer noch nicht reingepackt. Ich glaube, das wird nichts mehr. Also. Das ist hier mittlerweile schon fast ein Running Gag. So, ich kann mal ganz kurz gucken. Vielleicht können wir das Ding hier hinten auch beschleunigen. Da brauchen wir auch noch ordentlich was von. Von den Dingern hier. Da stauen sich die Materialien auch. Das heißt, wenn ich hier. Da packe ich mal zwei rein. Komme ich schon mal vier pro Minute raus. Das ist, glaube ich, schon mal ganz geil. Es geht, glaube ich, nicht auf Dauer gut, weil. Ja, aber dann wird hier wenigstens ein bisschen was umgewandelt. Hier haben wir noch. Haben wir auch noch. Geht das deutlich schneller. Weil ich würde tatsächlich echt die nächste Ladung gerne mal in, mit dem Weltraumdings hoch. Weil wir sind jetzt halt zu zweit weiter, als ich es alleine war. Deutlich. Schon. Deutlich weiter. Und nein, das irgendwie in den nächsten Parts hinbekommen. Diese 100. Ich hab dir bis jetzt gerade nur halb zugehört. So, jetzt hast du wieder meine volle Aufmerksamkeit. Ja, ich habe gesagt, ich habe mal zwei Schneckenbatterien in den Dings gepackt, der dieses Smart Plating macht. Das erste Produkt, was wir für den Weltraum Elevator Stuff da brauchen, wo wir jetzt 83 haben, dass der schneller produziert, weil Zwischenprodukte, das was er verarbeitet, davon haben wir jeweils 400-500 Stück rumliegen. Der arbeitet jetzt doppelt so schnell auf 200%. Und ich habe gesagt, wir sind jetzt halt zu zweit deutlich weiter, als ich es alleine war.
Und ich hätte schon Bock auf jeden Fall irgendwie das dann aufzuarbeiten. Jetzt nicht heute, ja auch nicht morgen, wahrscheinlich auch nicht Sonntag, aber halt so in den nächsten 4-5 Spielstunden das hinzubekommen, dass wir den Weltraum-Elevator in Phase 2 mal durchknüppeln. Das. Welche Maschine war das? Ja. Dass wir gucken, was da dann passiert, weißt du? Ja, können wir machen. Ich bin jetzt ready und stehe am Stein. Garrett hat sie mit 6 Leuten geraidet! Ja, Garrett, jetzt machen wir hier auf Feierabend und spielen Steve. Ich dachte, ach, nee, wir wollen den Stein noch kurz springen. Ja, wir wollen noch einen Stein kaputt springen und dann wechseln wir das Game, genau. Ich muss kurz die Lüs abfangen. Möchte welchen Stein denn auf dem Kohlefeld? Nein, da wo ich stehe. So, moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Ja, aber das ist doch viel weiter weg und Geld ist jetzt schon hier. Ich dachte, dann nehmen wir doch einfach den Stein hier. Aber. Was denn? Okay. Du willst nur irgendwas in die Luft sprengen. Was ist dir egal? Nein, das ist der Stein auf dem anderen neuen Erz, das wir noch brauchen. Ah, ja, guck mal, das wusste ich noch. Ich dachte, du hast jetzt so einen random Stein ausgesucht, der deiner Wut irgendwie. Nein! Na gut. Also Leute, gleich, ja, hier wechseln wir dann auch hier hin. Ja, extra für den lieben Garrett haben wir drauf gewartet quasi. Voll unsynchron. Das ist echt ein Problem. Ich habe meine Sounds auf der HDD und meine GIFs auf der SSD. Und das heißt, wenn ich lange keinen Sound gespielt habe, wird es unsynchron. Weil die HDD halt erst anfangen muss zu rotieren, weißt du? Den muss erst anspringen. Voll dumm. So, gut, da sind wir. Jeder. Oh, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Gucken Sie mich an. Mit dem TNT in der Hand. So, ja. Die hier will jetzt einen Stein in die Luft jagen. Gut, ich gehe. Wie weit komme ich weg? Moment. Tun Sie bitte noch nichts. Außer denken. Ich werde. Glaube ich. Ja, ich denke, das ist eine sichere Entfernung. Okay. So, da. Ich sehe sie schon gleich durch die Luft fliegen. Willst du auch hier hoch? Hey, geht. Nice! Nice. Bam! Stopp, bleib mal stehen, bitte. Und was? Chokeslam! Bam! Hast gut gemacht. Hast gut gemacht. Mein Spiel hat sich aufgehangen. Ernsthaft? Ja. Ich habe einen Standbildschirm, es funktioniert nichts mehr. Jetzt wieder. Ja, du hast hier einen Tee auf den Boden geworfen, kein Spaß. Du stehst vor dem Tor und hast gerade TNT auf den Boden geworfen. Jetzt wird's interessant. Ja, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nur Tasten drücken. Na gut, dann speichere ich jetzt und dann. Ich sammle das. Ja, natürlich! Ich wusste, sie verarscht mich! Ich verarsche dich! Ich kann nur eine rechte Maustaste drücken und sonst nichts! Du hast. Ja, warum hast. Du hast mich jetzt in die Luft gejagt. Also mein Inventar ist jetzt weg. Ich kann nur linke und rechte Maustaste drücken. Ich klicke gerade nur einfach irgendwas und sehe nicht. Ja, dann hast du mich gerade effektiv in die Luft gejagt. Das war tatsächlich nicht beabsichtigt. Das glaube ich dir ehrlich gesagt nicht. Es war nicht beabsichtigt. Ich habe dir noch nicht mal. Ich habe dir gesagt, du hast TNT auf den Boden geworfen. Es liegt vor dir. Und deine Reaktion ist, Wildknöpfe zu drücken? Ja, und weil das vor mir liegt Moment, und nicht das, vor dir. Das machst du in dem Moment, wo ich sage, ich hebe mal kurz das TNT auf. Ach komm, das kaufe ich dir nicht ab. Das ist mir vorbeigegangen. Das kaufe ich dir nicht ab. Ich muss kurz gucken, ob mein Inventar dahinter irgendwo liegt. Ja, ich kann nicht schauen, ich kann mich nicht bewegen. Ja, du kannst nur kleine Sinus in die Luft jagen. Aus Versehen. Das kaufe ich, nein, das kannst du mir auch nicht verkaufen. Ich gestehe ein, dass so eine 30-35%ige Chance gibt, dass du die Wahrheit sagst und dass es wirklich ein Versehen war. Aber das werde ich so in meinem Kopf nicht abspeichern. Nein. War aber ein Versehen. Ich dachte, wenn, spreng ich mich in die Luft, damit ich mich dann wieder bewegen kann also und ich mein dich in die Luft bringe. Oh, hier ist mein Inventar. Gott sei Dank. Also ist nicht ganz so schlimm. Kannst nicht mal alles nehmen? Warte mal. Den nehmen wir nicht in die Hand. Den nehmen wir in die Hand. Ach, den schmeißen wir weg. Den nehmen wir in die Hand. Der Rest müsste da drin sein. Ja. So, wenn es dich glücklich macht, ich habe mich jetzt getötet. Wie hast du das denn gemacht? Indem ich Respawn gedrückt habe, damit ich wollte dich da töten! Ja, dann musst du jetzt aber deinen Rucksack hier auch dann scheiß einmal einsammeln. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Ja, ist doch okay. Ich hätte doch auch einfach jetzt speichern und ausmachen können. Ja, aber ich wollte nicht wieder dann total verbuggt sein, wenn ich wieder lade. Sehr nicht. TNT vor meiner Nase haben.
Das hast du ja in die Luft gejagt. Nee, ich hatte noch mehr. Da hängt auch noch was am Turm. Oh. Also, ja. Gut, wir warten kurz auf den Lös. Mein ursprünglicher Plan war, dir den Turm unter den Füßen wegzusprengen. Und ja, dann konnte ich mich nicht mehr bewegen, weil du mich abgeschossen hast. Sie hatte was Böses geplant. Dafür töte ich jetzt den Vogel hier. Oh, der ist wirklich tot. Nein, mein Werkzeug schwebt hier in der Luft. Aber okay, wir können jetzt hier beenden. Können wir jetzt hier beenden? Ja, das ist doch gut. Ja, wir können jetzt hier beenden. Wir können jetzt hier beenden. Und wir halten fest, ich habe dich aus Versehen getötet. Mhm. Das glaubst du? Nee, okay, du kaufst es immer noch nicht. Doch, ich glaube dir natürlich. So, dann mache ich die Aufnahme hier vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.